Bist du bereit, die Motorhaube zu öffnen? Use Tool für die Tutorials. Und für die Autoteile ist die Mr. Auto App der richtige Reflex. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Du findest den Endschalldämpfer aus dem Easy-to-Fit-Kit von Faurecia, der im Video verwendet wird, im Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus, ziehe die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. Trenne die Batterie ab. Um den Endschalldämpfer an deinem Fahrzeug zu wechseln, musst du den hinteren Teil anheben. Hebe den hinteren Teil deines Fahrzeugs an und setze ihn auf zwei Unterstellböcke. Wir empfehlen dir außerdem wärmstens vor diesem Schritt das Tutorial Deinen Wagen sicher anheben anzuschauen. Eine rostige, beschädigte oder zu stark abgenutzte Abgasanlage kann dazu führen, dass die technische Abnahme verweigert wird. Es ist daher ratsam, diese Teile vorsorglich auszutauschen. Bei diesem Fahrzeug besteht die Abgasanlage aus zwei Teilen. Deshalb muss beim Austausch deines Endschalldämpfers die Abgasanlage vom Endschalldämpfer getrennt werden. Bei Gebrauchtwagen ist es möglich, dass die Verbindung zwischen der Abgasanlage und dem Schalldämpfer verschweißt wurde. Falls dies der Fall sein sollte, musst du deine Abgasanlage, um den Endschalldämpfer auszuwechseln, genau an der Stelle durchtrennen, die es dir erlaubt, die Elemente ohne Adaptionsprobleme einzubauen, sowie deinen Endschalldämpfer zu entfernen. Nimm dir dann ein Schneidewerkzeug zur Hand, mit dem du einen geraden Schnitt machen kannst, ohne das Hitzeschutzblech zu beschädigen. Falls es sich beim Abgassystem in deinem Fahrzeug um das Originale handelt, entferne mit einem Steckschlüssel und einem 13 mm Einsatz als erstes die Schelle, die den Endschalldämpfer mit der Abgasanlage verbindet. Du kannst nun die beiden Silent-Blöcke lösen, die den Endschalldämpfer befestigen. Sprühe sie mit Kriechöl ein, um ihren Ausbau zu erleichtern, und nimm dir dann einen Schraubenzieher zu Hilfe, um den Gummi zu dehnen und die Silent-Blöcke aus der Haltestange zu lösen. Wiederhole dieselben Vorgänge auf der Beifahrerseite. Der Endschalldämpfer liegt nun frei, du kannst ihn herausnehmen. Nimm die Silent-Blöcke ganz heraus. Hallo, wenn dir dieses Video geholfen hat, like es und abonniere dich. Die Easy-to-Fit-Kits von Faurecia sind in verschiedene Teile zerlegt, sodass du die gesamte Abgasanlage selber einfach und sicher ohne Spezialwerkzeug einbauen kannst. Die Kits werden mit dem gesamten, auf die Abgasanlage abgestimmten Montagezubehör geliefert, sodass du dir keine Sorgen um fehlende Elemente oder Kompatibilitätsprobleme machen musst, die dich daran hindern könnten, den Vorgang erfolgreich auszuführen. Nimm dir die Silent-Blöcke zur Hand, die im Easy-to-Fit-Kit enthalten sind, und fette sie ein, um ihren Einbau zu erleichtern. Installiere sie auf dem Endschalldämpfer, um ihren Einbau zu erleichtern, wenn du den Endschalldämpfer bei den nächsten Vorgängen wieder einsetzt. Schiebe die im Kit enthaltene 54 mm Schelle auf den Endschalldämpfer Einlass. Du kannst nun den Endschalldämpfer installieren. Installiere zunächst den Silent Block auf der Beifahrerseite an seinem Platz, und zwar getrennt vom Endschalldämpfer. Schiebe den Endschalldämpfer an seinen Platz und setze ihn auf die Abgasanlage. Halte ihn weiterhin fest und installiere den Silent Block auf der Fahrerseite. Setze ihn schließlich auf den vorinstallierten Silent Block auf der Beifahrerseite.
Sobald der Endschalldämpfer korrekt an den beiden Silent-Blöcken aufgehängt ist, setzt du ihn richtig in die Abgasanlage. Positioniere dann die Schelle in der Nähe des Rohrendes und ziehe sie mit einem Steckschlüssel und einem 13 mm Einsatz an. Schraube sie schließlich mit einem Drehmomentschlüssel fest. Der Einbau deines neuen Endschalldämpfers ist nun beendet. Überprüfe, dass die Abgasanlage nirgends mit dem Hitzeschutzblech in Kontakt kommt. Nun kannst du das Auto wieder auf den Boden stellen. Schließe die Batterie wieder an. Vorgang beendet. Like das Video und abonniere dich. Das war wirklich cool.